Ukraine has taken a firm decision to oppose Russian imperialism and to uphold democracy and the rule of law. It has been invaded as a result. This war is more than an attack on one country's sovereignty. Rather, it is an attack against our value system based on liberty and is therefore an attack on all of us. We act in solidarity with Ukraine because a country should be free to determine its own future and because the will of its people must prevail. Ukraine must win this war. We stand and act firmly by your side. Today, more than ever, it is crucial to recognize and support your independence. Our best wishes on Independence Day and our great respect for your courage and strength. Slava Ukraini! Brave citizens of Ukraine, today on your National Day you commemorate your country's independence from the USSR in 1991. For 31 years now, this date has stood for your will to live safe, determined lives in peace and freedom, which you have demonstrated time and time again. This is why today's National Day is so important. Since the 24th of February this year, Ukraine has been subjected to a brutal and illegal war of aggression by the Russian Federation, which cannot be justified by any means and which has caused immense human suffering. We are witnessing how you are fighting against this aggression with such inconceivable strength and unwavering resolve. Every day, my compatriots and I are impressed by your courage, determination, perseverance in defending the sovereignty and territorial integrity of your country. You are fighting for our European values and for a peaceful and democratic future in freedom and prosperity. This is why Germany and its partners around the world will continue to stand by your side. And we will continue to offer Ukraine financial, humanitarian, military and diplomatic support for as long as it is needed. I hope so much for you, for your families, for all of Ukraine, that next year's National Day can take place under different circumstances, that you can celebrate it in peace in a sovereign and free Ukraine. On behalf of the German government and the German people, I wish you all the strength in the world on your Independence Day. Liebe Ukrainerinnen, liebe Ukrainer, am 24.8. feiern Sie Ihren Nationalfeiertag. Genau 6 Monate auf den Tag genau später, seitdem Wladimir Putin und Russland Ihr Land angegriffen und brutal überfallen hat. Sie sind seit 6 Monaten im Krieg und wir, die Bundesrepublik Deutschland, ist nicht nur im Herzen humanitär, wirtschaftlich an Ihrer Seite, sondern auch militärisch. Und uns ist es wichtig, dass Sie alle wissen, dass wir bei Ihnen sind, in Gedanken, in Taten und dass wir nicht zulassen werden, wie auch unsere europäischen Partner, dass Sie diesen Krieg verlieren. Es lebe die Freiheit, es lebe die Demokratie, es lebe die Ukraine. Wir in Deutschland können nur erahnen, was Sie und Ihr Volk alles durchmachen müssen. Aber die Werte Europas, unsere Freiheit, werden derzeit vor allem in Tscherkow, Lviv und Kiew verteidigt. Von Herzen danke dafür. Ich bin mir sicher. Die Ukraine wird sich vom russischen Joch befreien. Die Ukraine wird ein freies Land bleiben im Herzen des vereinten Europas. Slava Ukraini. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch der Ukraine, allen Ukrainerinnen und Ukrainern zum Unabhängigkeitstag am 24. August. Die Christdemokraten in Deutschland stehen hinter Ihnen. Wir Deutsche wissen, Unabhängigkeit muss man erkämpfen und muss man auch verteidigen können. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist unteilbar und darf von keiner fremden Macht beeinträchtigt werden. Wir stehen hinter Ihnen. Wir werden Sie unterstützen. Wir stehen dafür, dass die Ukraine auch in den nächsten 30 Jahren unabhängig bleibt. Herzlichen Glückwunsch. Slava Ukraini!
Am 24. August 1991 hat die Ukraine endlich ihre Eigenständigkeit, Selbstständigkeit, Eigenstaatlichkeit erhalten. Dieser Unabhängigkeitstag ist für die Menschen in der Ukraine wichtig. Gerade jetzt, wo sie einem schlimmen Angriffskrieg des russischen Aggressors ausgesetzt sind. Aber wir alle wissen, dass die Menschen in der Ukraine nicht nur für ihre Freiheit kämpfen, sie kämpfen auch für unsere Freiheit. Und deshalb unterstützen wir die Ukraine in diesem Kampf für eure und für unsere Freiheit. Slava Ukraini! Dear Ukrainians, I congratulate you today not only on your Independence Day, but also I would like to thank you for your courageous fight for the Ukrainian nation. You had to pay a high price for your independence since 1991, but you clearly chose the way of freedom, democracy, and the way towards the European Union. Today I thank you for your courageous fight for a sovereign and free and independent Ukrainian nation. You are fighting for the freedom of your country, and you are also defending our European values as well as also our freedom. And we need to say this also to the citizens of Germany and inside the European Union. You are defending our and my freedom, our common and rule-based order, and our European values. I thank you for that. We as Germans must show more humbleness and decency, and we can and must support you not only with heavy weapons, but also with a clear stance against this disruptive Russia. Ukraine must win. You must win. Slava Ukraini! Slava Ukraini, ich gratuliere den Menschen in der Ukraine zu ihrem Unabhängigkeitstag, dem dunkelsten, seit es die Ukraine gibt, mitten in der Aggression durch Russland, mitten in einem Angriffskrieg voller Kriegsverbrechen, die wir sehen in Odessa, in Mariupol, im Donbass und an vielen anderen Orten, mitten in einer Aggression, die nicht einmal davor schreckt, Atomkraftwerke als Waffe zu benutzen, Hunger gegen Zivilbevölkerung einzusetzen, und zwar weit über die Ukraine hinaus. Was die Menschen in der Ukraine in diesen Tagen leiden, ist beschämend, ist furchtbar und braucht unsere Unterstützung. Beherzt, entschlossen und zügig. Es ist notwendig, dass wir den Menschen in der Ukraine beistehen in diesen finsteren Stunden, denn sie kämpfen für ihren Lebensweg, für den sie sich demokratisch entschieden haben. Und dieser bedeutet Freiheit. Dieser bedeutet Souveränität, dieser bedeutet Würde. Und diesen Kampf führen die Menschen in der Ukraine nicht nur für sich, den führen sie in einem systemischen Wettbewerb gegen einen brutalen Autokraten. Und den führen sie für uns. Und deshalb ist es an diesem Tag notwendig, nicht nur Gratulationen auszusprechen, sondern auch jenseits unserer notwendigen Solidaritätsbekundungen Danke zu sagen. Danke für das, was ihr, was sie in der Ukraine macht, was sie machen für Europa, für Demokratie, für Freiheit, für unsere Sicherheit. Slava Ukraini! Liebe Ukrainerinnen und Ukrainer, herzlichen Glückwunsch zum 31. Unabhängigkeitstag. Ihr kämpft im Moment für Frieden und Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ihr kämpft für die europäischen Werte. Und ihr kämpft für eure Unabhängigkeit. Darum werdet ihr gewinnen. Wir stehen an eurer Seite. Slava Ukraini!